Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Borderlands 1 hier mit meiner Wand und dem Tau, der sich da hinten befindet. Hallo! Ja, richtig, ich habe mich so ein bisschen nicht verkrochen. Hallo und herzlich willkommen auch von mir wieder zurück. Ja, was haben wir vor, was müssen wir machen? Ich habe gerade schon mal so ein bisschen vor der Aufnahme geguckt und der Zero hüpft hier lustig rum. Wir haben tatsächlich nur noch Quests zum Abgeben, haben wir gerade festgestellt. Und das, denke ich, werden wir jetzt mal tun, oder? Ich glaube, das war ein Ja. Okay, gehen wir los. Zeichensprache. Alles, was man braucht im Let's Play. Mehr brauchen wir nicht. Okay. Ja. Wir sind jetzt alle Machen still wir. und ich und Tau geben uns jetzt nur noch Handzeichen über Webcam. Besonders, weil sie an sind. So, wo ist unsere Karren da? Ja, ich steig einfach wieder zu, ich lass den Zero fahren. Ah ja, nur weil du nicht Auto fahren kannst, ich weiß schon. Ja, ja. So. Genau deswegen. Ich bin gerade ein bisschen desorientiert, ich weiß nicht, wo wir sind. Das macht nichts. Geh einfach unten, was? Nee, ich fahr jetzt einfach irgendwo lang. Okay. Achso, nein, wir müssen doch erstmal. Warte, wählen wir die andere Quest aus. Wir müssen erstmal die andere Quest abgeben. Okay. Ja. Genau das wollte ich doch. Der schießt ja immer noch. Oh, daneben. Oh, den krieg ich! Ich hab ihn zwar nicht mehr gesehen, aber ist er gestorben? Ich glaube, der ist über so rübergeflogen, ja, oder? Ja. Es hat Flatsch gemacht. Achso, ich hab ihn nur gesehen, wie ich gegen ihn gefahren bin und er ist verschwunden. Okay. Ich hab nicht mal Blut gesehen. Es hat Flatsch gemacht. So, da wären wir. Das macht 50 Yay. Euro. Ja, ist klar. Ich mach dich kaputt! Raus hier! Ich hole meine Brüder! Ich weiß nicht mehr, wie man rauskommt. Achso, okay. Nein, ich bin nicht rausgegangen. Ich hab nur die Position gewechselt. Scheiße, schon wieder. Wie steige ich aus? Ah, ich hab's geschafft. So. Ah, ich spiele viel zu viele Spiele, Mann. Ich hab voll Probleme mit der Steuerung. Dann gehen wir die Mission mal ab. Die Kristalle sind perfekt. Hier ist das versprochene Artefakt. Viel Spaß mit deiner neuen Fertigkeit. Schockfertigkeit, okay. Verbessert Roland Skorpions Geschützturm-Skill, fügt Schockschaden hinzu, oh Gott. So, mehr Luft holen beim Lesen. So, haben wir Quest bekommen? Nein? Quest bekommen? Nein, nö. Gut, dann haben wir noch eine Quest. Rote Hand. Wir müssen jetzt den Wien-Tor-Schlüssel abgeben, das ist unsere letzte Quest. Da kriegen wir gleich auf jeden Fall noch mal ein paar Quests hinterher. Ja. So, erstmal wieder an die Steuerung gewöhnt. Geld. Ja, ja, sammel du nur das Geld ein. Oh. Okay. Scheiße. So. Funktioniert auch. Ich weiß zwar nicht, wie es für dich aussieht, aber. Es sieht cool aus, ja? Ja, eiskalt mitgenommen. So, ich mache jetzt gerade mal den Moonwalk hier in Borderlands. Jeder sollte ihn kennen. So, pass auf, jetzt mache ich mal den Turbo an. Oh, Alter. So, wir müssen irgendwo da runter, ne? Tschüss. Hey. Warte, man kann die Reifen nicht zerschießen. Wäre auch ein bisschen toll, blöd, genau, ne? Jetzt kommen diese komischen Viecher hier. Ja. Ja, viel Spaß, ich gehe gleich erstmal einkaufen. Ja, mach das. So, wunderschön gucken, geparkt. Wie kann man sich denn nochmal teleportieren? Oh Mann! So, noch eine Kiste. Ach, hier ist ja noch eine Kiste. Das ist alles meins. Ich weiß es nicht mehr. Ich muss laufen. So, alles mein Stuff. Ist das gemein? Alles mein Stuff. Oh, ey, wie ihr das jetzt gerade seht, ne? Zero One Up hat eine Kiste geöffnet. Und ich laufe hier und denke mir, nein! Deine bisherigen Aufgaben waren noch leicht zu lösen. Jetzt wartet mit Sledge eine echte Prüfung auf dich. Unterschätze ihn nicht. Ja, von wegen den Typen unterschätzen. Zero nicht unterschätzen, der ist der Gemeine. Was ist hier gerade am explodieren? Weiß ich nicht. Aber du musst eigentlich gar nicht laufen. Das ist jetzt nicht dein Ernst, ne? Das ist jetzt nicht dein Ernst. Ah, ich bin so gut.
Ah, ist das schön. Oh, was zum? Glaubst du, dass du es drauf hast? Ich kämpfe doch hier nicht mit dir. So ein Sniper, der nicht so wirklich präzise ist, oder? Nein. Meine Sniper sind präzise. Wow, was war. Wow! Womit schießt er denn da? Ich würde sagen, mit einer Knarre, oder? Was haben wir denn hier? Eine Shotgun, wenn du willst. Nee, Schrotte ist nicht so mein Fall. Ja, meine auch nicht. Ganz ehrlich. Aber ich habe für die andere keine Munition, oder? Doch, habe ich wieder. Jetzt habe ich wieder Munition. Oh, da steht ja noch einer. Aber ich muss sagen, meine Sniper ist sowieso nicht zu gebrauchen. Ey, wie oft denn noch in den Kopf? Waren denn in den Kisten was Schönes drin? Munition. Achso, dann ist ja nicht so schlimm. So, kann ich damit irgendwas anfangen? Ja, komm. Kann mich immer noch nicht entscheiden, was ich hier nehmen will. Nächstes Level. Oh Gott. Visiere 2 Minuten an und schaffe es dann doch nicht, rein in seinen Kopf zu treffen. Alter, sind die irgendwie schneller geworden oder so? Ja, irgendwie kommt mir das auch gerade so vor. Oh, da oben sitzt noch einer. So, ich habe hier eine Combat Rifle gefunden mit Visier und eine Sniper, die ist für mich. Die ist für mich. Oh, das gibt's doch nicht. So, jetzt aber. So, wenn du hier zu mir kommst. Ich habe mir die Sniper aber geschnappt und gucke, ob die vielleicht mal ein bisschen besser ist. Ja. Solange ich mein Level ausrüste. So, was haben wir denn? Feuerrate. Wahrscheinlichkeit Elementarinfekt. Ja, komm. Von der Zielgenauigkeit und von der Feuerrate besser. Vom Schaden her allerdings sehr mies. Joa. Dann würde ich sagen. Nee, was ist denn das? Ach, das ist eine Dingens, ne? Das ist großartig! Ah, doch, klar. Die ist um einiges besser als meine. Aber das ist doch keine Sniper, oder? Nein, nee. Die Sniper habe ich genommen. Ah, alles klar. Nee, die ist besser als meine. Um einiges, ist doch eine Pistole mit Elementarschaden. Oh, ach da. Als du die brauchst. Die Pistole habe ich ja gar nicht. Ich habe ja Raketenwerfer, Sniper und die. Achso, dann nehme ich die einfach mal mit. Für den Fall der Fälle. Vierte können wir noch nicht tragen, ne? Nee. Nein. Oh, nein, 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 verdammt. Ich war wieder zu gierig. Wobei, war ich zu gierig? Moment. Wie heißt das Ding? Ja, ich war zu gierig. Ja, nimm einfach mit, was du tragen kannst. Also wirklich, die Hammer-Sachen finden wir jetzt sowieso nicht, ne? Ich hab wieder zu lange E gedrückt und die Waffe gleich übernommen, beziehungsweise gleich. Ach so. Was ist das? E benutzen? Ach, damit mache ich das Tor auf. Okay. Und das Spiel geht wieder weiter. Zero hat eine Kiste geöffnet. Ja, du hast 3 Kisten, war 4! Ja, das waren Schränke. War aber nichts Tolles drin. Ja, Munition und so ein Kram, ne? Komm, ich will da rauf. Okay, man kommt da nicht rauf. Oh, ich habe hier jetzt gerade noch eine große Kiste gefunden mit 2 Pistolen. Ich glaube aber nicht, dass die mit 4 Pistolen, ich glaube aber nicht, dass die so super sind. Kannst ja, wenn mal rüberkommen, ist eine grüne bei. Die ist aber, glaube ich, nicht so klasse. Ich komme. Warten Sie bitte an Ort und Stelle. Oh, die Polizei ist ein kleines Medikit, das nehme ich mit. Da steht auch alles, was du mitnimmst, ne? So. Oh. Hier, da ist die Kiste. Hier. Okay. Nein, 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 nein. Das habe ich mir schon fast gedacht. So, was haben wir denn hier noch so Schönes? Haben wir hier noch irgendwas Schönes? Ich weiß es nicht. Oh, ho, ho, ho. Ja, hallo. Ich liebe die Knarre, die ich habe. Die macht erstmal 4-fachen Schaden. 41 mal 4. Das ist richtig krass. Aber ich dachte schon, wer stöhnt da die ganze Zeit? Ich wollte auch gerade sagen, was. Leben die noch oder was? Ich dachte zuerst, das wärst du. Oh. Der mir die ganze Zeit ins Ohr hat mit. Na, geht doch. Da hat er sich einfach aufgelöst. So, hier ist auch noch eine Kiste, habe ich gerade gesehen. Aber das ist auch wieder nur so eine Munitionskiste, eine große. Ja, die großen Kisten, die sind ja nicht so oft
vorhanden, ne? Das ist schon wieder am Fighten. Und es wird schon wieder dunkel. Ich finde es übrigens geil, dass wir verschiedene Waffen benutzen. Hat man nicht so oft. Oh, hier ist noch eine große Kiste. Oh. Und was ist drin? Für mich oder für ihn? Ja, für dich. Das sieht für mich aus. Alter, was soll das denn? Ah, Flaming Rocket. Okay, Moment. Oh. Oh, vierfacher Schaden. Mit Feuer. Das ist krass. Oh. Feuerrate ist zwar nicht besser, aber... Naja, gut gegen nackte Haut, das Feuer, ne? Musst du da bedenken. Der Rest. Ja gut, die Feuerrate, wenn man mal überlegt, ich hatte ja die Dreifachschuss, den Dreifachschuss-Raketenwerfer. Klar, dass dann der hier ein bisschen schlechter ist. Wow, 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 hinter uns! Oder hinter dir. Hinter dir steht einer. Soll er mal stehen. Ich prüfe gerade die Genauigkeit meiner Sniper, die nicht wirklich gut ist. Aber besser als die andere. Das war ein schöner kritischer. Wie ihn keiner trifft. Ja, yeah, mein Kopf. Oh, ein laufendes Ziel. Scheiße. Ich treffe ihn nicht mal mit meiner Knarre. Jetzt aber. Da hinten läuft noch einer rum. Das gibt's doch nicht! Die sind schneller geworden, oder? Haben wir unsere FPS erhöht aus Versehen? Haben wir die jetzt auf 180 oder so? Das würde es wenigstens erklären. Mir kommt das gerade irgendwie alles ein bisschen schneller vor. Irgendwie, ja. Das ist tatsächlich auch so eine 3x-Schieß-Raketen oder so ein 3x-Schieß-Raketenwerfer. Achso. Also, trotzdem, ich habe hier so nochmal eine AR und eine Sniper. Keine gute Sniper, aber naja. Sniper. Naja, vielleicht besser als meine. Ja, die Sniper war 70 Schaden. Ich habe sie jetzt einfach mitgenommen. Oh, das ist aber schade. Ja, ich kann sie mal kurz ausspucken. So, was haben wir denn hier? Ah, schlechter in der. Ja, nee. So gut ist sie nicht. Ah, so, da. Was auch immer das war. Ich hab die Snap ausgekotzt. Ach so. Ja, die Zielgenauigkeit ist ein bisschen besser. So, ich nehme sie mal mit, damit ich sie verkaufen kann. Du hast da hinten Geld übersehen. Oh nein. Nee, das ist kein Geld. Bin ich immer der das Geld mitnimmt und du läufst dann vorbei. Es ist Munition, die ich nie mehr tragen kann. Der duckt sich die Arschratte. Irgendwer ballert da rum. Jetzt hat er keinen Kopf mehr, die Arschratte. Jetzt kann er sich nicht mehr ducken. Oh, hallo Schläger! Hab dich gar nicht kommen sehen. Weil ich wahrscheinlich in die andere Richtung geguckt habe. Was ballerst du denn da drauf? Ich hab ein Spielzeug gefunden. Ah, ich hab ein Medikit verloren. Ah, nichts für mich. Aber eher was für dich. Tanz! In so einer Geschützstellung. Ist ja gut. So, ich lauf schon mal vorne. Ja, du läufst schon mal vor, das sagst du. Warst du hier oben schon? Nö. Weil hier gibt's, glaube ich, auch noch ganz tolle Sachen. Ich glaube, ich laufe hier auch nicht vor, sondern ich laufe eher irgendwo seitwärts. Ich untersuche quasi noch den restlichen Fitzel, der hier noch ist. Ach ja, hier ist schon die offene Truhe. Gut. Nächster Level, yay! Ich bin zurückgelaufen. Oh, ich habe eine SMG gefunden, die aber leider nicht so gut ist. Oh, ich sehe noch eine Truhe, eine kleine. Zwei kleine Truhen. Ich sehe sogar noch mehr Truhen hier oben. Zwei Truhen und ich sammle da eine Munition raus, mehr nicht. Mehr kann ich nicht tragen davon. Ja, hier heben wir auf jeden Fall gerade extrem viel auf, um uns mal wieder ordentlich voll zu rüsten, ne? Ja, ja. Und ich muss sagen, wir sind jetzt wieder ein bisschen näher dran mit dem Level. Ich bin jetzt der erste Strich bei 19. Ja, ich bin gerade 19 geworden, also... Ja, deswegen meine ich ja, wir sind wieder ein bisschen näher dran. Oh,
Ich habe meinen neuen Raketenwerfer gefunden. Aber vierfacher Feuerschaden ist auch nicht schlecht, oder nicht? Ja, ist zwar schon nicht schlecht, aber wenn der von Haus aus schon fast 350 Schaden macht, ist das auch nicht so schlecht. Hat der Raketenwerfer, den du mit Feuerschaden gefunden hast, nicht 400 Schaden gehabt? Nee, der hatte nur 100. Ach so. Mehr war nicht drinnen, nur der Raketenwerfer oder was? Ja, ja. Ah, der Raketenwerfer nimmt immer so viel Platz ein, bestimmt. Ja, ja. Oh, da ist auch noch eine Kiste. Würde ich gern haben. Oder mir mal angucken. Looten, wie man das unter... Du bist so ein Penner, ne? So, eine Shotgun und eine Rifle. Nö. Nö. Nimm's jetzt einfach mal so mit. Haben wir hier oben noch irgendwas? Ich glaub, das war's. Der Looterparadies hier. Ich glaube, das war's fürs Erste. Truhen haben wir, glaube ich, oben noch ein paar. Da müssen wir jetzt mal hinkommen. Nur natürlich die Bosswaffe, die du wahrscheinlich sehr gut mögen wirst. Bosswaffe? Was für eine Bosswaffe? Was? Ja, wir laufen jetzt auf den Boss zu und der Boss verlieren bekanntermaßen ihre eigene Waffe. Ah, okay. Davon ganz ab, wenn du noch mal kurz die Zeit hast. Ich würde gerne, bevor wir da hinrennen, noch mal eben leveln. Mach das ruhig. Weil das habe ich ja noch nicht gemacht. Ich komme jetzt erstmal in Richtung zu dir. Ich gucke, ob ich so lange irgendwas snipern kann. Hier ist aber nichts. Nichts Sichtbares. So. Schauen wir doch mal. Ja, das machst du super. Ja, es verreckt nur durch meine Ulti. So, wir bekommen jetzt also durch meinen Geschützturm, damit du es mal kurz weißt, Gesundheit, Munition und Schild. Also oh, alles absolutes Supporter-Ding. Ich treffe diesen dämlichen Kopf nicht. Ach, leck mich doch, du Arsch. Jetzt komme ich zu dir, ey. Jetzt lauf doch nicht weg. Nachladen. Ich schlag dich kaputt. Ja. Oh, 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 oh. Ich bin weg. Das ist ein knallharter. Ja, den habe ich jetzt, glaube ich, viermal schon in den Kopf geballert. So, dann versuchen wir mal unseren neuen Raketenwerfer. Macht auf jeden Fall gut Schaden. Also wenn ich einen kritischen mache, hau ich bei ihm 800 Schaden raus. Und den Raketenwerfer? 400, Standard. Na gut, da gibt's auch keinen kritischen, glaube ich. Ja. Also ist eher was für kleine Massengegner wahrscheinlich. Ja, das stimmt. Ne Shotgun. Stärker als alle meine Waffen. Ja, tschüss. So. So, sonst sind hier aber keine Kisten oder so. Ich bin irgendwie gerade ziemlich in Looter-Laune. Uiuiuiuiui. Alter. Und verliert nur Geld. Oh, wollen wir ein bisschen snipen? Die kleinen Kinder. Oh, das war jetzt gemein, aber du hast recht. Ziel getroffen. Ich treff nicht, ey. Du stehst auch genau vor mir, ne? Meine Sniper ist nicht so genau. Ich brauch schon so einen knallharten, der so einen überdimensionalen Kopf hat. Dann treff ich den. Ah! So. Oh, das warst du. Oh, da kommt noch einer. So, schauen wir uns hier gerade welche aus den Zelten raus. Bam! Kann man hier nicht Luft anhalten? Weißt du das? Ja, schön wär's irgendwie. Wüsste es aber nicht. Ich hock mich meistens hin, dann ist es ein bisschen ruhiger. Ja.
gar nicht wirklich bei mir. Die Zielgenauigkeit ist ein Desaster bei der Waffe hier. Glaube ich dir. Aber dafür macht sie 170 Schaden, das ist schon gewalttätig. Ja. Ah, ich habe auf seine Schulter geschossen und habe seinen Kopf getroffen. Why not? Okay, ich muss auf den Körper zielen und dann treffe ich irgendwie den Kopf. Okay. Das ist logisch. Oder ich treffe gar nicht. Holy shit! Oh Gott. Ich dachte, jetzt kommt ein Riese. Die Zuschauer bei mir werden es auf jeden Fall erkennen. Ich habe gerade so gezielt und da kam einer die Treppe hochgelaufen und das sah so aus, als wäre er noch am Boden gewesen und nicht auf der Treppe. Und ich dachte, das wäre so ein Riese. Autsch, ich treffe gerade gar nicht und kriege gerade richtig gut. Das gibt's doch gar nicht jetzt. Jetzt triffst du auch nicht mehr. Das ist der Fluch des Snipers. Nee, ist ein Knallharter gewesen, deswegen. Der hat ein bisschen mehr ausgehalten. So. Ah, ich brauche mal wieder neue Waffen, ey. Meine Waffe ist zwar gut mit dem zweifachen Feuerschaden, aber. Nicht der Hammer. Brauch auf jeden Fall so oder so eine bessere neue Waffe. Meine, die sind ja echt. Du hast doch schon einen Raketenwerfer bekommen. Ja, gut, aber der ist ja noch nicht mal grün oder blau oder so. Tja, der Weiß. Mit einem vierfachen Feuerschaden, der hat es jetzt gebracht. Der brennt die nämlich alle weg. Ey, wie oft ich da drauf schieße. Ich habe keine Munition mehr, also nur noch 3 Schuss. Dieses Magazin ist so klein, Alter. Yay. Die Waffe kann ich dann überhaupt gar nicht gebrauchen. So. Na, für eine Combat Rifle 12 Schuss im Magazin ist natürlich auch relativ schlecht, wie ich finde. Deswegen fand ich die SMGs eigentlich auch viel geiler. Aber die machen leider nicht so viel Schaden. Muss mal gucken, vielleicht wenn ich mal eine richtig sehr gute. Eine richtig sehr gute, ja. Ja, dann würde ich sagen, könnte ich die auch mal austauschen. Zero, wo rennst du denn gerade hin? Der Pfeil sagt mir, ich soll da hinlaufen. Aber bevor wir dem Pfeil nachlaufen und... Ach ja, jetzt weiß ich warum. Da Pistole, Pfeil, da lang. Das heißt, oh, da gibt's eine tolle Pistole. Also ist Zero gleich losgerannt. Aber ich würde sagen, wir sind jetzt... Ich kann dich nicht runterschubsen, ne? Nee, leider nicht. Schade. Was heißt leider nicht? Zum Glück nicht. Ja gut, Aber ich spiele jetzt mal Spielverderber, wir beenden jetzt die Folge und sehen uns dann morgen in einer neuen wieder. Ja, haut rein. Tschüss.